Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Mein Name ist Random Life und heute befinden wir uns auf der wunderschönen Insel Usedom. Man sagt, das ist die sonnenreichste Insel Deutschlands und sie ist einfach wunderschön. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Wir schauen uns die Heeresversuchsanstalt Peenemünde an. Hier wurden vor über 80 Jahren die ersten Marschflugkörper V1, aber auch die ersten ballistischen Raketen entwickelt. Und das schauen wir uns heute an. Und Peenemünde hat noch viel, viel mehr zu bieten als dieses Museum. Es gibt hier tatsächlich einen Guide, einen Rundwanderweg oder Rundfahrweg, wo die ganzen Sachen hier aufgeführt sind. Unter anderem die Bunkerwarte, Sauerstoffwerk, der Flugplatz und ganz viele andere Sachen. Und jetzt befindet sich im Hintergrund die Mahn- und Gedenkstätte Karl Zagen. An dieser Gedenkstätte wird den Opfern des Zweiten Weltkrieges und der in Peenemünde internierten KZ-Häftlinge gedacht. Und zwar wurden hier bei den Bombenangriffen über 700 Menschen getötet, viele Zivilisten dabei auch. Und in Summe liegen hier 56 KZ-Insassen. So, meine Freunde, willkommen zurück. Ich stelle euch heute mal ganz kurz mein Team vor. Die, die mich begleiten, das ist einmal meine Mutter. Ja, und der? Und der Markus, hallo. Genau. Markus ist mein ältester Freund, den kenne ich noch aus der Schule. Ich glaube, wir haben uns mit 6 kennengelernt vielleicht. Mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren haben wir uns vielleicht kennengelernt. Bedeutet, wir kennen uns jetzt schon 37 Jahre. Und vielleicht kennt ihr das. In der heutigen Zeit, je älter man wird, desto schwieriger ist es ja, Freunde zu finden. Und wenn man auch das Glück hat, Freunde aus der Kindheit zu haben, das ist schon gut. Das ist schon gut, weil man eine ganz andere Verbindung hat, oder? Ja, eine feste Verbindung. Genau, eine ganz feste Verbindung. Markus hat auf jeden Fall schon einiges hinter sich. Der hatte wie viel Krebs gleichzeitig? 3 Krebsarten. 3 Krebsarten gleichzeitig. Bei ihm haben sie eine ganz neue Methode an Chemotherapie ausprobiert. Und die hat quasi sein ganzes Immunsystem, seine ganze Gesundheit durcheinander gebracht. Ihm fehlen wie viele Jahre? 10. 10 Jahre. Er musste anfangen wie ein, keine Ahnung, wie haben wir ihn wieder gesehen? Wie ein 6-Jähriger? 6-Jähriger. Ja, ungefähr wie ein 6. Ja, auf jeden Fall 6, ja. 8 Jahre. Genau, also wie so ein 6- bis 8-jähriges Kind. So krass war er runtergewirtschaftet. Konnte nicht mehr richtig sprechen. Hat keine logischen Sätze mehr zusammengebracht. Und heute kämpft er sich zurück ins Leben. Ist natürlich nicht ganz einfach mit Arbeit und mit der aktuellen Welt, weil, wie gesagt, ihm fehlen 10 Jahre. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass er heute dabei ist. Ja. Das erste Mal. Und er ist natürlich ein bisschen aufgeregt. Genau, er ist ein bisschen aufgeregt. Ja. Und du bist ja schon eine alte Hase, ne? Alte Hase, ja. Ich unterstütze die Männer, ja. Das ist sehr schön, sehr schön. Genau, also von daher haben wir auf jeden Fall heute wieder Spaß. Das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Denn hier auf Usedom, genauer gesagt in Peenemünde, da hinten gab es die erste ballistische Rakete, die das Weltall berührt hat. Von Wernher von Braun und seinem Gefolge. Und diese Stelle und ganz viele weitere Spots werden wir uns heute anschauen. Also von daher seid gespannt. Wir starten von diesem Parkplatz aus und werden uns jetzt hier in die Wälder begeben. Also von daher, bis gleich. Freunde, also wir haben jetzt die ersten Meter gemacht und befinden uns immer noch auf dem historischen Rundwanderweg. Und wir sehen hier an Nummer 11 die Schutzbauten, Luftschutzbauten. Bereits nach der Errichtung der Peenemünder Versuchsanstalten ab 1936 wurde die Luftgefährdung in dem zukünftigen Krieg erkannt, spielte jedoch zunächst eine untergeordnete Rolle. Und wir finden hier Splitterschutzröhren, die für den Fall der Luftangriffe gebaut wurden, damit sich die Leute in Sicherheit bringen konnten. Und wir finden hier auf dem Boden noch die ehemalige Straße, die Zufahrt dafür. Und mal schauen, ob wir reinkommen. Wir finden da noch weitere Bauwerke. Hier finden wir sie. Also Deckenstärke seht ihr selber, einen direkten Treffer hätten die nicht aushalten oder standhalten können. Es sind wirklich nur reine Splitterschutzbauwerke, einfache Röhren. Und
Mal gucken, dass ich euch die auf jeden Fall zeigen kann. Also, Taschenlampe ist gepackt. Schaut mal hier. Das ist wirklich nur eine normale Betonröhre. Und man hat sich hier in Sicherheit bringen können. Aber vor der richtigen Bombe im direkten Umfeld hätte dieser Splitterschutz, dieser Splitterschutzbunker nicht stattgehalten. Jetzt mal gucken. Ja. Ah ja, die kenne ich noch. Die als Kinder immer, ja, wenn die gebaut haben, hatten die auch so Röhre verlegt. Und dann haben wir als Kinder da gespielt. So, und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gefasst machen. Im gesamten Waldgebiet gibt es noch Reste von der damaligen Zeit. Das könnte ein Gefäß oder, also ein, boah, schwierig zu sagen, irgendein Kasten ist das wahrscheinlich gewesen. Und hier das gesamte Waldgebiet wurde ja bombardiert mehrfach. Und deswegen finden sich auch hier noch extrem viele Munitionsreste. Da seht ihr es auch. Also wir dürfen die Wege nicht verlassen. Und schaut mal hier, da hat man einen Graben gebaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, falls man das bis dahin nicht mehr geschafft hat. Oder die waren schon voll, 35 Personen passten da übrigens rein. Dass man sich wenigstens in diesen Graben in Sicherheit bringen konnte. Und Max hat schon gesehen, aber das ist modern, das scheint Wasser zu sein. Oder das, ja, das hier vorne ist auf jeden Fall Wasser. Hast du was entdeckt? Das ist wahrscheinlich auch Wasser von damals, ne? Oder das ist so ein Bunker? Das könnte auch ein Splitterschutzgraben sein, ne? Ja. Ja. Ja, wird wahrscheinlich eher ein Splitterschutzgraben gewesen sein. Viel ist nicht mehr zu sehen. Und der gesamte Wald ist voll von diesem Splitterschutz. Da haben wir noch einen. Wobei, schaut mal, Leute, das geht ja durch. Hier laufen wir gerade drüber. Die rechte Seite ist ein bisschen eng für Splitterschutz. Ich denke eher, es wird wahrscheinlich eine Kabeltrasse gewesen sein. Oder eine Rohrtrasse, ne? Wahrscheinlich ist das eher eine Rohrtrasse, oder? Mhm. Okay. Also alles voll hier. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes und langes Video. Spannende Relikt. Habe ich gerade vom Wegesrand gesehen. Kommt mal her, ruhig. Das scheint eine Vase oder so zu sein. Könnte eine Vase sein, ne? Ja, und hier haben wir so eine Felge, ne? Von der Schubkarre. Von der Schubkarre. Ja. Und irgendein Aluteil, vielleicht von einem Flugzeug. Oder das Blech, was meinst du? Vom Flugzeug. Ist vom Flugzeug, ne? Schaut euch das mal an, Leute. Flugzeugaluminium, ne? Das Flugzeugaluminium. Und ist richtig rausgerissen hier an der Stelle. Krass. Ich hatte von etwas weiter weg gedacht, dass wir hier noch einen Teil von dem Splitterschutzgraben sehen. Aber das scheint hier entweder nur das obere Teil zu sein, weil es ist nicht verbunden. Vielleicht ist es auch ein Ersatzteil oder es ist was komplett anderes. Weil wir finden hier so Betonsockel. Vielleicht mit so Verzurösen. Gute Frage, wofür die waren. Und hier finden wir auch den ersten Bombenkrater. Direkt am Wegesrand. Scheint aber eine kleinere Bombe gewesen zu sein. So Leute, ich weiß gar nicht, wie weit werden wir nicht kommen. Also wir brauchen einfach nur hier mal in die Büsche schauen. Und hier finden wir irgendwelche Metallrelikte. Ah, das sind Stühle. Also Gestelle von Stühlen. Und irgendwelche schweren Bleche. Das ist krass. Liegt einfach alles voller Müll hier.
beziehungsweise Kriegsschrott ist das ja. Und hier ist eine alte Flasche. Wenn die Flasche aus dem Zeitraum ist, dann steht da hinten immer auch ein Datum drauf. Und schaut mal hier, noch viel mehr Metall. Ein altes Treibstofffass. Sogar die Farbe kann man noch erkennen. Also hier ist wirklich alles voll Bombenkrater. Wer weiß, was hier mal gestanden hat. Irgendein Betonkonstrukt. Ah, hier kam ein Kabel an. Das war wahrscheinlich ein Verzweiger. Vielleicht ging das auch noch weiter nach oben und es war eine Antenne oder sowas in der Art. Auf jeden Fall aus der damaligen Zeit. Da kommen wir her. Das ist übrigens die aktuelle Bahnschiene und auch die alte. Vielleicht lief die aber auch hier lang. Genau kann ich es euch nicht sagen. Und wir laufen gerade zum Bahnhof und sehen hier am Wegesrand ein altes Gebäude. Und direkt hier neben dem Weg finden wir auf der gesamten Länge einen Graben. Bedeutet, wenn Fliegeralarm war, dann sind die Leute aus dem Zug gesprungen und konnten sich dann hier in den Gräben in Deckung bringen. So, wir haben ihn, wir sind da. Also es wird wahrscheinlich das alte Bahnhofsgebäude gewesen sein. Hier müssen wir aufpassen, dürfen wir nicht zu nah dran gehen. Hier vorne befindet sich höchstwahrscheinlich die Leitung drin. Und auf der gegenüberliegenden Seite finden wir die Reste des alten Bahnhofs. Mal gucken, ob wir den gleich nochmal von der anderen Seite zeigen können. Aber hier an dieser Stelle ist Schluss. Weiter dürfen wir nicht. Und mal schauen, ob wir das sehen. Wir befinden uns jetzt am Bahnhof Karl-Zag-Siedlung. Und bevor wir auf dieses Schild schauen, schauen wir uns einmal die ehemaligen Gleisanlagen an. Das, was wir halt noch sehen können, das ist die Unterführung hier. Leider nicht mehr zu begehen, weil unter Wasser. Das ist natürlich sehr schade. Wir machen mal ein bisschen Licht. Oh, schaut mal. Das wäre natürlich schon spannend, da mal reinzugehen. Geht natürlich nicht A wegen Wasser und B weil zu. Oh, ist ganz schön tief. Wow, das ist schon spannend. Wer weiß, vielleicht befinden sich da auch irgendwo Bunker drin. Aber das werden wir leider nicht erfahren, weil wir hier nicht reinkommen. Aber interessantes und imposantes Bauwerk. Und das Gute ist, wir können es uns auch anschauen. So, da werden wir auf der anderen Seite rausgekommen. Und schaut euch mal an, wie das damals so ausgesehen hat. Das bedeutet, da gab es einen Ausgang und hier gab es auch nochmal einen Ausgang bzw. Eingang. Und wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, das ist die alte und neue Gleisanlage. Die neue ist hier vorne und die alte ist da hinten. Das seht ihr, weil die vorne ist sauber und die hintere ist ungepflegt. Da können Büsche halt wachsen. So, und das kennt man ja auch von den heutigen Bahnhöfen, diese Ein- und Ausgänge. Hoppala. Wow, das sieht ja, das ist spektakulär. Da müssen wir natürlich mal gucken, Leute. Dass man hier runtergleitet. Hupala. Im Sommer wäre das gar nicht zu machen. Schaut euch das mal an. Mega. Wahrscheinlich zu hell gerade. Ne? So. Da hinten ist der zweite Aufgang. Der geht direkt zu den Gleisen, so wie das aussieht. Und auch hier leider komplett dicht. Kein Reinkommen möglich. So, hier nochmal Blick über die gesamte Bahnhofsanlage. Und da vorne im Waldgebiet sind auch noch ganz viele Strukturen. Mal gucken, wie nah wir rankommen.
und da vorne ist Tassenheide. Also ich war schon so häufig hier, bestimmt 20 Mal auf der Insel. Ich habe mir den Bahnhof noch nie angeguckt. Was sagst du? Das ist spannend, das sieht gut aus. Ja? Ja, man erkennt ja auch noch viel, ne? Diese Unterführung hier. Und also das ist ganz spannend, auch viele Gebäude, die schon gesprengt sind, also so Unterschlüpfe. Ganz interessant hier. Schön. Bombenkrater. Ja. So, ein spannendes Detail möchte ich euch noch zeigen. Wir sind ja über 80 Jahre zurück. Und damals war ja schon bewusst, dass Krieg herrscht oder Krieg herrschen wird. Deswegen hat man diesen Bahnhof bereits so stark ausgebaut, dass die Struktur an sich schon einen gewissen Schutz geboten hat. Ihr seht das hier, auch die Deckenstärke. Und was hat man gemacht, damit man nicht fühlt, dass man sich im Krieg befindet? Man hat das Ganze verklinkert und man dachte dann, oder die Menschen haben dann gedacht, es handelt sich hier um einen normalen Bahnhof. Aber es war schon ein militärischer Bahnhof. Hier an dieser Stelle befinden wir uns gerade. Das war der Zugang zur Siedlung. Die Siedlung ist hier im Hintergrund. Und man ist dann hier durch dieses kleine Holzhäuschen gegangen. Da, wo wir gerade oben drauf standen, stand dieses Holzhäuschen. Und dann ist man hier zwei Etagen runtergegangen und hatte dann hier die Möglichkeit, die jeweiligen Gleise zu erreichen. Und die ganzen Gleise, die waren 183 Meter lang, 183 Meter und waren überdacht. Das bedeutet, man stand da auch trocken. Und interessant war, dass das die letzte Möglichkeit war, von der Peenemünder Werkbahn auf die Reichsbahn umzusteigen. Und die Mitarbeiter von den Versuchsanstalten, da war die Fahrt kostenlos. Die anderen Angehörigen mussten Fahrscheine lösen. Und das Interessante hier, der Tunnel konnte trotz des hohen Grundwasserspiegels trocken gehalten werden. Und während des Betriebes konnte es auch beheizt werden. Man hat also hier wirklich eine Luxusausführung eines Bahnhofs gehabt. So muss man das sagen. Und hier nochmal der Blick. Und hier sehen wir ja, dass das Grundwasser wirklich sehr hoch steht. Da vorne ist ja auch schon die Ostsee. Und man hat es damals mit verschiedenen Gräben und Kanälen trocken gehalten. Die sind jetzt mittlerweile versiegt und deswegen ist das Grundwasser so hoch. Hier ist ein schönes Detail. Auf der rechten Seite sehen wir die Umzäunung der Heeresversuchsanstalt. Es gab natürlich verschiedene Sicherheitsgürtel. Das hier ist der äußere Sicherheitsgürtel. Und auf der linken Seite ist nichts. Bedeutet, hier war die Möglichkeit, sich für Zivilpersonen aufzuhalten, noch gegeben. Ich gehe davon aus, dass es da zum Lager ging. Und hier auf der rechten Seite war dann die Heeresversuchsanstalt. Und auch hier sehen wir wieder Strukturen im Boden. Betonierte Straßen. Also betoniert ist ja nicht ganz richtig. Man hat diese Platten ausgelegt. Und wir empfehlen auf jeden Fall immer, entlang der Wege sich zu bewegen, weil es wirklich noch viel Kampfstoffe gibt. Und hier, was ist das, ein Auspuffrohr? Kletter mal da rein und heb das mal hoch. Was könnte das sein? Eine Muffe, ne? Muffe. Eine Muffe. Ja, das ist eine Kabelmuffe. Kabelmuffe. Ja. Ja, und das hier könnte die Kabeltrasse gewesen sein, so wie wir das auch gerade schon gedacht haben. Das würde ja passen mit der Kabelmuffe. Seht ihr? Schnurstracks gezogen. Ja. So, das könnte ein verbunkertes Gebäude gewesen sein. So, wir sehen hier noch den Bitumen. Irgendwelche Metallplättchen. Ah, ist ja komplett gesprengt. Hier am Wegesrand liegt einfach eine Heizung rum, ein großer Heizkörper. So, und jetzt wissen wir auf jeden Fall, es sind Kabeltrassen. Und wir gehen jetzt zu den Verladerampen. Also, Leute, nur dass ihr mal ein Gefühl dafür habt, wie viele Meter wir heute machen, beziehungsweise schon gemacht haben. Ist einfach unvorstellbar riesig, das Gelände. Und ich glaube, wir müssen einige Sachen auch auslassen. So, ein
eine weitere Struktur am Wegesrand. Wir versuchen mal für euch herauszufinden, wofür die war. Das ist ein Maschinensockel, oder? Maschinensockel. Und hier hat jemand seinen Müll einfach weggeworfen. Also, es könnte ein Generatorhäuschen gewesen sein, oder? Sieht aus wie ein Generatorhäuschen. Ja, denke auch. Ja. Ja. Die Frage ist nur, warum gab es hier ein Generatorhäuschen? Die ganze Peripherie war ja angebunden an Stromnetz, weißt du? Guck mal, hier ein Bombensplitter. Kannst du den mal hochheben? Ja. Schwer, ne? Mhm, sehr schwer. Überleg mal, wenn du das Ding abkriegst. Das ist ja mit extrem hoher Geschwindigkeit, ist das ja weggeplatzt. Lehn das mal an den Baum an, dass die Leute das sehen. Ja. Also wie ihr seht, Leute, man braucht ja noch nicht mal die Wege verlassen. Selbst direkt am Wegesrand findet man Splitter. Leider, wahrscheinlich von Sondelgängern oder so, liegt hier auch alles voller Müll. Also hier vorne ist ein Ende. Wir haben hier nochmal einige Strukturen und Blechteile gefunden. Das ist ein Trittblech hier. Das ist ein Trittblech, ne? Mhm, das ist ein Trittblech. Ja. Und das könnte eventuell vom LKW sein, ne? Hier. Hier wie Schutzblech. Da ist Ende für uns. Ja, und hier haben wir Strukturen, die gucken wir uns aber von da vorne an. Einmal wieder auf dem Weg zurück. Und überall noch Scherben. Ja. Und das sind die Verladerampen. Oder die Reste der Verladerampe. Und hier sollen wahrscheinlich irgendwann mal Schautafeln hin. Und das müsste dann wahrscheinlich, das müsste doch hier ein Gleisbett gewesen sein, oder? Wenn das Verladerampen sind, dann müsste das hier das Gleisbett gewesen sein. Aber das Gleis ist nicht mehr da. Aber hier, die Bahnschwellen sind noch da, guck mal. Da sind doch Bahnschwellen, ne? Ja, das sind Bahnschwellen. So, die Verladerampe ist Teil einer geplanten Materiallagerhalle für das Versuchsserienwerk Peenemünde, vor der jedoch nur die Bodenplatte und das Gleisanschluss fertiggestellt wurden. Das Versuchswerk wurde geplant, um Erfahrungen für die industrielle Serienfertigung der in Peenemünde entwickelten V2-Rakete zu sammeln. Für die Großserie waren 3 Fertigungshallen, Werkstätten und 3 Abnahmeprüfstände geplant. Gebaut wurde nur eine Fertigungshalle. Sie war mit einer Grundfläche von 250 x 120 Metern und einer Höhe von 26 Metern das größte Gebäude der Peenemünder Versuchsanstalten. Im Sockelgeschoss der Halle befand sich ab Juni 1943 das KZ Arbeitslager Karl Zagen II. Die Häftlinge sollten hier die Serienfertigung der Rakete arbeiten. Nach dem Luftangriff der Royal Air Force im August 1943 wurde die Serienproduktion in das unterirdische Werk bei Nordhausen verlagert. Die Häftlinge wurden in das Arbeitslager Dora, das spätere KZ Mittelbau Dora, überführt. So, und so sah das damals aus. Das ist allerdings nur eine Zeichnung. Schon imposant, ne? Mhm. Nur damit ihr mal ein Gefühl habt, was wir schon an Metern gemacht haben. Hier habe ich das Video gestartet, an der Gedenktafel. Dann sind wir hier mit dem Auto hingefahren. Hier parken wir ganz grob, sind einmal hier komplett bis 12 zurückgegangen, also bis zum Bahnhof, und befinden uns jetzt hier an 6. Ja, genau, da befinden wir uns jetzt gerade. Ja, und hier oben ist das KZ, das gucken wir, das werden wir uns auch noch mitnehmen, auf jeden Fall. Und schaut mal hier, die ganzen alten Gebäude hier sind noch da. Und die hat man hier gar nicht beschriftet. Das müssten die Startstellungen gewesen sein für die Raketen. Und 20 ist der Prüfstand, nur mit Führung. Und das werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber Leute, schaut euch einfach mal an, wie riesig das ist. Das ist Beobachtung. Und vieles ist gar nicht eingezeichnet bzw. benannt. Wahrscheinlich, weil man da nicht hin darf. Aber das ist natürlich hier mit den Wellen.
schon sehr spannend. So, wir verlassen jetzt die Verladerampe. Hier ist man damals mit schweren LKW raufgefahren oder wäre mit schweren LKW raufgefahren. Es ist ja nicht fertiggestellt worden. Und wir schauen mal, dass wir jetzt Richtung des KZs kommen. Ah, hier können wir auch nochmal ein schönes Detail einfangen. So, wir befinden uns jetzt in dem ehemaligen Gleisbett. Ist schon unvorstellbar und imposant, was man damals gebaut hat. Also wenn wir uns alles so im Detail anschauen wollen, dann werden wir definitiv nicht weit kommen. Das ist die zweite Verladerampe, die schon deutlich überwuchert hat. Manche Sachen sind schon wirklich skurril. Erst dachten wir, das wäre ein Schlagbaum, aber das ist ein Fahnenmast gewesen. Höchstwahrscheinlich ein Fahnenmast. Und das ist aus Bahngleisschwellen, ne? Das sind Bahngleisschwellen. Hat man das gemacht? Und Leute, hier haben wir einen riesigen Bombenkrater, der mittlerweile, weil das Wasser ja so hoch steht, komplett mit Wasser gefüllt ist. Selbst ein Eimer ist das. Ich dachte, da wäre ein Fisch drin. Da hinten sind auch Betonstrukturen im Wald. Ich gehe also davon aus, dass wir jetzt nah an dem KZ sind. Und überall neuzeitlicher Müll. Ich frage mich, wie eine Kaffeemaschine hier hinkommt. Entweder waren hier Sondler oder irgendwelche 1962 oder irgendwelche Camper oder Wanderer. Aber die haben auf jeden Fall ihren Müll nicht mitgenommen. Was ich euch auch sagen kann, deswegen gucke ich so akribisch auf den Boden. Die haben damals ihren Müll einfach in die Prärie geworfen und deswegen findet man häufig noch die Müllhalden, und in diesen Müllhalden haben wir schon Sachen gefunden, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier ist ein Baum umgekippt. Eine alte Scherbe zum Beispiel. Hundertprozentig aus der damaligen Zeit. Also, auch hier überall Metallteile auf dem Boden. Und das wird wahrscheinlich ein Löschwasser im Lavabecken gewesen sein, weil es kein Bombenkraterdurchmesser hat, sondern es ist ziemlich genau rechtwinklig auch gearbeitet worden. Also wahrscheinlich Löschwasser. Man hat hier damals schon Aluminiumleitungen oder Blechkabel genommen, weil man da schon kein Material mehr hatte. Das ist schon spannend. Und das wird wahrscheinlich eine Sirene gewesen sein. So, hier finden wir wieder Betonfundamente. Und zwar sind das die Reste der Hauptwache. Die ist ja, die Hauptwache
Die Hauptwache befand sich am Eingang des Geländes zur Heeresversuchsanstalt und der Versuchsstelle der Luftwaffe. Sämtlicher Straßenverkehr in und aus den Werken wurde hier kontrolliert. Aufgrund der hohen Sicherheitsbestimmungen konnten die Sperrbereiche nur mit entsprechender Berechtigung betreten werden. Die Hauptwache bestand aus einem Wachgebäude mit Räumen für das Wachpersonal und einer Poststelle. In einer Wohnung in der ersten Etage wohnte der Leiter der Nachrichtenzentrale mit seiner Familie. Angeschlossen war eine Fahrbereitschaft mit Garagenbereich. Die Bedeutung der Hauptwache nahm im Zuge der Erweiterung des Versuchsgeländes jedoch ab, da weitere Zugangskontrollen errichtet wurden. Nach Kriegsende wurde die Hauptwache in Erfüllung des Potsdamer Abkommens bis auf die heute noch vorhandenen Reste beseitigt. So Leute, und das ist die, oder das, der Rest der ehemaligen Wache. Und wir können hier noch Teile der Heizung erkennen. Ich würde sagen, das war der Anschluss an das Fernwärmenetz. Und hier, was haben wir hier? So ein bisschen kann man da reingucken, aber nicht wirklich. So, und das ist das gesamte Gebäude gewesen. Und hier finden wir sogar noch ein paar Steine. Die Hauptwache. Da finden wir noch die Reste, die Fundamentreste. Haben wir wieder Fliesen und Scherben. Vielleicht von der Toilette. Könnte eventuell Waschbecken oder Toilette sein. So, vielleicht war das auch noch mal ein Bahnhof. Wir haben hier auf jeden Fall Schienen. Und das könnte eventuell für Fahrkarten bzw. für die Einteilung der Zeit gewesen sein. Ihr seht, ich bin kein Bahnfahrer, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Da ist die Hauptwache. Und wir gehen jetzt mal hier rein. So Leute, da kommen wir her und wir sehen jetzt hier die Zäune und Verteidigung des inneren Gürtels. Da gehen wir jetzt rein und haben hier nochmal ein Wachhäuschen. Ich musste gerade die Kamera unterhalten, weil da waren zwei Damen mit Hund. Und das war hier, wie gesagt, der Eingangsbereich. Hat sich die Natur schon wieder geholt, ne? Ja, weil hier waren Toiletten. Ah, das war ein Toilettenhäuschen? Ja, guck, hier ist auch ja. Der Rest. Das war kein Wachhäuschen, das war ein Toilette hier, Pissoir. Pissoir. Ja. Und hier haben wir eine Baracke. Klassisch mit dem grünen Anstrich. Vielleicht war es ein Wachhäuschen für die Wachsoldaten. Natürlich komplett runtergekommen. Also hier werden wir jetzt nicht mehr viel entdecken. Allerdings, der Lichtschalter ist noch da. Übrigens Nachnutzung von den Russen. Vom gesamten Gelände. Deswegen sind hier viele Sachen natürlich nicht mehr original. Aber da habt ihr auf jeden Fall mal einen Einblick. Alles voller Asbest auf dem Boden. So Leute, und jetzt wird es spannend. Hier haben wir ein Löschwasserbecken. Das ist vielleicht noch nicht ganz so spannend, aber das hat natürlich einen Sinn gehabt, warum hier ein Löschwasserbecken ist. Denn hier vorne, und das sehen wir hier, gibt es einen Bunker. Und den gucken wir uns natürlich an. Und Leute, wenn ihr das vorhabt, unbedingt immer auf den Wegen bleiben. Denn es kann wirklich sein, dass es hier noch Munition oder Kampfreste gibt. Vielleicht sogar Minen, weiß man nicht. Weil das Areal musste natürlich auch geschützt werden. Und das hat man häufig durch Minen gemacht. Und schaut mal hier, ein Bunker.
wahrscheinlich selber zu. Sogar da oben noch die Lampe, die Originallampe. Boah, was für eine fette Tür. Ah, so fett ist sie gar nicht. Hier verschweißt, kriegt man also nicht auf. Die ist komplett so. Schade, das wäre mal spannend, wie es in so einem Bunker drin aussieht. Upala, alter Blitzableiter. Und da habt ihr mal eine totale, wie das so aussieht und Größenverhältnis mit den beiden. Also der Bunker war natürlich für Munition. Der war jetzt nicht irgendwie, um Leute zu beschützen, sondern für Munition. Was haben wir hier gefunden? Wahrscheinlich ein Wasseranschluss, ne? Ja, mach ruhig. So, Erdkabel. Also hier kam Wasser, das ist ein Brunnen, Brunnenschacht. Ein Brunnenschacht. Wird wahrscheinlich die Luftschutze gewesen sein. Auch alles voller Asbest. Schade. Ich hätte mir gewünscht, da gibt es einen Weg runter. Ist aber doch zu. Schade, schade, Schokolade. Ja. Da hinten, guck mal, da hinten die Struktur. Siehst du das? Schacht. Aber das Ding nach vorne interessiert mich. Leute, es ist alles voller Relikte. Der ganze Wald ist voller Relikte. Schaut mal hier. Was ist denn das bitte? Eine Idee, was das ist? Sieht fast aus wie vom LKW, so ein Aufbau. Das ist ja vom LKW. Hat man hier entweder einfach reingestellt oder das sollte damals ein Wachhäuschen sein. Interessant auf jeden Fall. So, das ist auf jeden Fall spannend. Ein Bombenkrater, ein zweiter Bombenkrater, ein dritter Bombenkrater. Das ist schon richtig tief. Verschiedene Fertigungshallen scheinen gesprengt worden zu sein. Panzerstraße und verschiedene Strukturen im Wald. Also total spannend. Man muss auf jeden Fall die Augen aufhalten, weil hier gibt es so viele Dinge zu sehen. Irgendwelche großen Ringe. Da war ein Eingang. Vielleicht war das auch ein Deckungsgraben. Die Frage ist nur, wofür waren die Ringe? Ein riesiges Fundament finden wir hier vor. Ob das mal eine Halle war? Und hier ist einfach ein Baum umgestürzt. Der hatte ja kein Wurzelwerk, dass er tief in den Boden rammen konnte. So, hier finden wir höchstwahrscheinlich einen Bunker vor, genau. Wahrscheinlich auch für Flakmunition. Ganz klein.
Nein, nee, ist ganz kleiner Bunker noch. So, und direkt das nächste spannende Relikt. Auch wieder ein Munitionsbunker. Die Eingänge. Oder ein Fahrzeugbunker könnte das sein. Es wird wahrscheinlich eher ein Fahrzeugbunker gewesen sein. Mhm. Ist wahrscheinlich für Fahrzeuge. Und heute ist das ein Fledermausunterschlupf. Bitte? Mhm. Und da, Leute, habt ihr noch mal. Und da, Leute, habt ihr noch mal den Blick auf das Bauwerk. Leute, da ist was Großes. Wahrscheinlich auch ein Löschbecken. Wir haben uns entschlossen, die Begehung nicht alleine weiterzuführen, denn dieses Areal ist viel zu groß, um es auf eigene Faust zu erkunden. Und deswegen haben wir bei einer Recherche festgestellt, dass es hier offizielle Führung gibt durch den Museumsverein von Peenemünde. Und es werden insgesamt 3 Touren angeboten und ich werde für meinen nächsten Besuch hier ganz klar auf diese Führung setzen und auch auf Einheimische, die sich hier perfekt auskennen. Und ich hoffe da natürlich auf die Zusammenarbeit mit dem Museumsverein. Von daher macht das am besten nicht nach, sondern nutzt immer die Gelegenheit, über das Museum hier diese Anlage zu besuchen. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil uns angeschaut. Wenn man weiter zu den Versuchsstellen möchte, ist man im Sperrgebiet und das ist natürlich verboten. Und das respektieren wir auch und ich hoffe, dass der Museumsverein Peenemünde uns hier herzlich willkommen grüßt. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Zur Orientierung, da vorne ist das Bahngleis Ost. Hier sind noch die alten Schienen und von dem Bahngleis Ost hatte man die Möglichkeit, entweder hier zum KZ zu kommen oder da vorne halt ins Werk selbst. Und wir befinden uns jetzt hier im Arbeitslager Karlshagen 1 und auch hier gibt es wieder eine Übersicht. Ihr seht, also das war riesig. Und wir gucken uns jetzt hier mal die Überreste des KZs an. Ein altes Hochspannungshäuschen. Wachturm mit Bunker, eine Rekonstruktion, Waschhaus, Appellplatz, Häftlingsbaracken, Krankenrevier. Vorne finden wir einen Maschinengewehrstand. Wieso haben wir das denn hier? Schaut euch das mal an. Das müsste eigentlich ein Maschinengewehrstand sein. Vorne die Schießscharte. Und hier ist der Eingang. Gut, dass ich noch meine Taschenlampe dabei habe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott! Alles volle Flaschen. Wir gucken uns die Flaschen natürlich von unten an. Auf jeden Fall interessante Flaschen. Hier könnte was draufstehen. 0,7 Liter. Also es war auf jeden Fall ein MG-Stand. Ich frage mich nur, warum. Weil wir waren ja hier schon mitten in der Sperrzone. Deswegen macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Puh. Da vorne haben wir noch was. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen nach so einer langen Zeit.
Hier haben wir noch einen Bunker. Wahrscheinlich der Bunker für die Wachmannschaften. Fledermausquartier. Dann wollen wir die auch nicht stören, die Süßen. Hier ist noch so ein MG-Bunker. Weil normalerweise wurden die KZs ja von hohen Türmen bewacht. Das haben wir auch gerade gesehen. Und hier haben wir noch einen alten Tank oder sowas. Ja, ist ein alter Tank rausgeschnitten. Aber es ist ein Tank. Krass. Also ist wirklich alles noch voller Relikte. Hier kann man alleine wahrscheinlich eine Stunde verbringen. Aber die Zeit haben wir nicht. So, wir sind wieder unterwegs, beziehungsweise wir sind jetzt angekommen und wir finden hier direkt einen Deich und hier sind ehemalige Bunkerreste. Das ist ein Mannschaftsbunker gewesen und da vorne gibt es Raketenlagerbunker und die werden wahrscheinlich noch mal ein Stück weit interessanter sein. Aber trotzdem, wir gucken uns einmal hier um, dass wir auch alles dokumentiert haben. Jeden Fall gesprengt. Hier sieht man noch einen Bogen und an diesen Oberleitungen ist irgendwas Komisches dran, das kann ich aber nicht erkennen. Ja, also komplett gesprengt, leider nichts mehr zu sehen, deswegen gehen wir mal da vorne ran. Boah, wir haben natürlich auch heute wieder bestes Wetter. Schaut euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. Aber in den ganzen Rezessionen bei Google haben die gesagt, das ist das mit am spannendsten, was hier noch übergeblieben ist. Und das gucken wir uns gleich mal an und hoffen, dass wir das genauso sehen. Schaut mal, da hinten sind noch Teile von den Bunkerresten hier auch. Also Raketenlagebunker nennt man die. Da vorne haben wir zum Glück ein Schild, da werden wir noch mal ein bisschen lasern. Ja, schon schade. Also viel zerstört hier. Und wenn man die guten Sachen sehen möchte, muss man auf jeden Fall eine Führung buchen. Und das sollte man machen, bevor man hier hinkommt. So. Also hier sehen wir noch so ein bisschen antik. Sieht aus wie bei den Römern. Gut armiert. Es rostet zwar, aber es ist der Flugrost. Und hier waren die Raketen damals drin, höchstwahrscheinlich. Und da hinten, das ist noch ziemlich gut erhalten. Da vorne haben wir es. So, sogar ein Schaubild dabei. Die Bunkeranlagen in den Peenewiesen. So sah das damals aus. Das sind die Bögen, die wir gerade gesehen haben. Und das sind die Eingänge. Mit der geplanten Serienfertigung der Rakete A4, also die V2, im Versuchsserienwerk Peenemünde, wurden 9 oberirdische Raketenlagerbunker in den Peenewiesen direkt hinter dem Deich als angriffssichere Lagerungsmöglichkeiten errichtet. Die 28 x 16 Meter großen Gebäude bestanden zum Teil aus Beton-Fertigteilen. Jeder Bunker erhielt 2 Kammern für 4 auf Wagen gelagerte Raketen. Alle Bunker hatten einen Gleisanschluss für den An- und Abtransport der Raketen.
Da das Versuchsserienwerk nie im ursprünglich vorgesehenen Maß produziert wurde, wurden 1944 zeitweise Raketen aus der Produktion der Mittelwerke bei Nordhausen zwischengelagert, die zur Qualitätsprüfung und Testverschuss nach Peenemünde gebracht wurden. Nach Kriegsende dienten die Bunker zunächst Flüchtlingen als Unterkunft, bevor die Gleise demontiert und die Bunker gesprengt wurden.